Oder als er dann einmal SimCity, oh Gott, was war das neueste SimCity? Ich hab nur die Tests gelesen, als das dann mit dem Always On kam, war das Ding für mich gestorben. Ja, er hat's halt Let's Played und hat dann halt seinen Senf zugegeben und hat auch wirklich Hut ab. Ich glaube, es hätten nicht viele gebracht, so vom Leder zu ziehen und das Ding wirklich so für. Ganz ehrlich, der Online-Zwang, das sage ich jetzt auch mal, ist totaler Bullshit gewesen. Und die Ausflüchte, die Electronic Arts dazu gebracht hat. Weil Berechnungen müssen in die Cloud ausgelagert werden. Jungs, guckt mal. Mal ganz ehrlich. So, und SimCity ist um einiges kleiner, die Quadrate, die man machen kann, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Sorry, mir sind ein paar Versionen dazwischen durch weggegangen. Ich habe in der Zwischenzeit auch auf der Webseite drtenno.de einfach mal so die Anfänge vom SimCity gepostet, weil ich habe die zwei, drei Spielekartons wiedergefunden. Stehen hier jetzt zurzeit noch bei mir auf dem Schrank. SimCity und Populous, da steht auch schon EA drauf. Und halt Future Cities und Ancient Cities, diese Add-ons, die es dazu gab, damit halt die Häuser ein bisschen anders aussehen. Ja, das war wirklich Bombe. Das hat damals Spaß gemacht auf dem Amiga ohne Ende. Ich müsste mal ausprobieren, ob die Dinger immer noch laufen. Der steht ja hier neben mir. Aber das ist sowas, was man, das macht Spaß und ganz ehrlich, Jungs, hier wird nichts berechnet in der Cloud. Das macht der Rechner hier alles selber. So, das, was hier schlägt, ist ein i7 7490 ohne K. Und der läuft. So, aber selbst wenn ich auf meinen alten einen Laptop zurückgreife, der nur ein i5 hat, ein i5 aus der zweiten Generation, ist jetzt nicht so gut. Ich muss grafikmäßig das Ganze hier, weil ich habe es auch schon darauf ein bisschen gezockt, so wenn man mal unterwegs ist oder so, oder wenn ich mal bei meinen Schwiegereltern bin und dann die wohnen halt im Ruhrgebiet, dann bin ich hier von ne, so, hier aus meiner kleinen Ecke südlich von Hannover, vom Wasteland von Hannover, ein bisschen weiter weg. Kann ich das mitnehmen, kann dann eine Runde zocken. Aber viel wichtiger ist, ich kann hier zur Not auch diesen kleinen Stick rausziehen, der da vorne dran ist, der mich zurzeit mit dem Netz verbindet. Und ich kann immer noch spielen. Das ist so, wo ich sagen muss, dieser Online-Zwang ist. Leute, das ist sowas von Grütze. Ich finde die Achievements und so ja ganz nett. Aber dann zu sagen, ja, wir brauchen. Und dann dieses eiskalte Gelüge. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass mir das alles auch relativ klar ist, weil ich selbst aus der IT komme, wo ich mir dann auch selbst mit der Hand vom Kopf packe und ich sage, Leute, versucht nicht eure Kunden zu verarschen. Das Ding ist ein Kopierschutz, Punkt. Aber es gab früher auch Kopierschutze. Ich habe hier liegen Monkey Island für ein Amiga oder Indiana Jones in The Last Crusade. Ich weiß nicht, wer von euch die Kopierschutze kennt. Bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, also The Last Crusade, Indiana Jones 3, bei dem Adventure war es das Tagebuch von Indys Vater. Persönlich, ich habe das gefeiert als Kind. Ich fand das geil als. Jetzt lacht es mich mal kurz nachdenken. 79? Hatte ich die denn? 93, 94? Als 15, 14, 15-Jähriger. Ich habe die Dinger gefeiert. Ich habe sie original gekauft. Klar hätte man den Scheiß damals auch schon fotokopieren können. Aber das waren so Sachen. Oder Monkey Island, das Kotrad, was mit dabei war, wo man dann die verschiedenen Piratengesichter so, ne, wann wurde der auf Tortuga gelüncht und erhängt? Und das war ein geiler Kopierschutz. Leute, macht sowas wieder. Klar kann man das auch knacken. Aber an eurem Always-On-Zwang, also. Das neue SimCity, vergesst das, ich werde es mir nie im Leben kaufen, zum Beispiel. Weil ich mir einfach sagen muss, diese Always-On-Verarsche ist eine Verarsche von uns Kunden. So, und ich betrachte mich da jetzt hier als Mini-Let's Player mit meiner Zeit 11 Abonnenten, betrachte ich mich auch als Kunde, weil ich zocke ja auch privat. Und da muss ich sagen, ey Leute, kommt, verarscht nicht eure Kundschaft. Ihr wollt Geld für das Ganze haben, die Entwicklung kostet Geld, das ist mir alles durchaus bewusst. Ich armer Irrer habe auch mal Anwendungsentwickler gelernt. Ich kann also zur Not auch programmieren. Ich weiß, da geht eine ganze Menge Zeit und Geld für flöten. Die muss man wieder reinhaben, das ist alles klar. Und das Marketing, die Leute und die Designer und nicht nur die Programmierer, ne, und die Graphics Artists, die wollen alle bezahlt werden. Dann muss ich sagen, dann spart euch doch bitte diesen Always On, macht da ein paar schöne Sachen rein.
Und ich denke, Großteil auch von euch, die es hier schauen, weil ich weiß, Kumpels von mir, die es gesehen haben, ne, der gute Dingo oder wie er bei sich bei Twitch, da ist es der El Schradar, die haben sich zum Beispiel auch City Skylines gekauft. Oder der gute Joker, der hat sich's auch geholt. Der fand das Ding geil. So, und zieht so danach, Dingo zum Beispiel, ne, seine bessere Hälfte hat Probleme, so Sachen wie Minecraft, das ist zu viel 3D, da kann ich auch ein Lied von singen. Das kann sie nicht spielen, da wird ihr schlecht bei. Also kann ich nicht ein Lied von singen, sondern meine bessere Hälfte hat dasselbe Problem. Die kann das so ein bisschen spielen, so mal eine Stunde lang, aber danach setzt irgendwie Übelkeit bei ihr ein. So, ich kann von Minecraft zum Beispiel 4-5 Stunden hocken, wenn wir da auf dem Server sind von mir, und dann wird da durchgezockt. Dann ist das absolut kein Problem, das wird den meisten von euch auch so gehen. Aber da hat er dann auch gesagt, okay, meine Frau macht das auch, der macht das auch Spaß, die kann mit dem Game auch ein bisschen abschalten, kaufe ich ja auch. So, und ich sag mal so, ne, City Skyline zum Beispiel ist nicht teuer, aber das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, klar, das hier ist von Steam. Ich weiß nicht, ob das normale City Skylines auch Kopierschutz hat. Ich denke mal, wird es haben. Aber es ist da nicht so ein Kopierschutz mit so einer Always-On-Verarsche. Dann soll man es gleich sagen. Dann ist auch so, wenn man sagt, okay, wir machen aus kopierschutztechnischen Gründen bla blub Banane Pommesbude. Ne, ich glaube, da kann jeder mit mehr leben, als wenn man dann hinterher herrscht, ja, weil wegen Berechnung von der ganzen Autos, die hier durchfahren, weil ja die Leute, die Wareneingänge müssen berechnet werden. Ich meine, Leute, was wollt ihr da berechnen? Mal ganz ehrlich. Man nimmt die Wirtschaftsstärke des Ganzen. Man guckt, wie viel die Jungs hier verkonsumieren. So, das heißt, die Variable sind die Wirtschaftsgebäude, die Anzahl davon, wie viel man davon hat, wie viel die verbrauchen. Und die andere Variable sind die Konsumenten. Und was die verbrauchen und was die haben wollen, die Nachfrage. So, eine andere Variable ist, was jetzt zum Beispiel, wenn man, ich gehe mal kurz ganz hier ins große Menü, wäre jetzt zum Beispiel, was jetzt hier, wenn wir hier rumfliegen, Städte hatten, wie es in dem ganz neuen SimCity-Titel auch ist, was für Ressourcen haben die und was können die davon bringen. So, aber das kann dann auch nicht so viel mördermäßig sein, dass ich sage, boah, Hölle, das muss in die Cloud ausgelagert werden. Das sind ein paar Algorithmen, die da im Hintergrund irgendwelche Zahlen von A nach B verschieben. So, und wie viele Häuser hier sind und wie viele Einwohner ich habe, das weiß das Spiel sowieso. Also da muss ich dann sagen, lasst es bleiben. Nennt das Ding, wie es ist. Es ist ein Kopierschutz. Ob einem das Ding dann gefällt oder es fällt, der Sack Reis in China um. Aber seid so ehrlich und verarscht die Konsumenten, also uns in dem Falle nicht. Das ist so eine Sache. Sorry, nö. Deshalb, wie gesagt, also da sage ich dann auch ganz klar, das ist auch so eine Sache, wo... wie gesagt, dafür, dass halt Erik da halt auch sagt, was er denkt. Ne, und bei SimCity hat er das gemacht und ne, er hat die Rede zwar so nicht gehalten, er hat sie aber der Community, also uns, zur Verfügung gestellt, und dass er sie so geschrieben hat und sie auch im Zweifelsfall so gehalten hätte. Weil da würde ich mal einen Arsch für verwetten. Dass er sie so gehalten hätte, wenn dann. Also wenn er jetzt nicht den Ehrenpreis, sondern einen als berühmter YouTuber. Da seht ihr mal, ich habe nur die Preisverleihung von Erik gesehen und dann war das Thema für mich durch. Ja. Und ich, nur nach allem, was ich dann so von ihm über die Jahre gesehen habe, auch bei den ganzen Minecraft, ich habe wirklich damals angefangen, ich habe probiert, Minecraft durchzugucken. Sorry, ich habe es immer noch nicht geschafft, Gronkh. Ich sitze jetzt irgendwo bei Folge 1000 und knips. Ich habe mir alle Folgen von da bis da angeschaut. Ich habe damals, als du die Let's Play noch selber Let's Played hast, habe ich mir die auch noch mit angeschaut. Auch die neuen Folgen. Da in die neue Region, wo du mit Derpy hingeflogen bist. Ich habe immer noch ein paar zu tun. Und die Themen, die er damals angesprochen hat, ja, die sind auch wichtig gewesen, die sind auch richtig, und wie gesagt, er hat auch alles, er hat auch vor keinem Thema Scheu gehabt, es im Mund zu nehmen, das ist ein doofes Wort, das anzusprechen.
Auch wenn er wusste, okay, vielleicht gibt es ein bisschen Gehater, vielleicht gibt es ein bisschen Geflame. Ich muss auch sagen, und selbst wenn es jetzt einigen Leuten nicht passt, dass ich jetzt gesagt habe, dass mir das von Sarraza, was er zurzeit da Nummer, die Nummer fährt, nicht gefällt. Ganz ehrlich, sei es drum, meine persönliche Meinung kann ich mitleben. Es ist eure persönliche Meinung, dass es da nicht gefällt. Dafür sind wir alle Individuen. Leute, das passt. Da mache ich mir also nicht so den tierischen Kopf drum. Klar möchte ich auch jeden von euch Zuschauern hier zufriedenstellen mit dem, was ich hier mache, mit dem, was ich hier gerade sabbel. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich muss mich da nicht irgendwie verbiegen, weil das ist so eine Sache. Ich habe mich noch nie gerne für irgendwen verbogen und selbst wenn einen das, ich sag mal so, irgendwie beruflich weiterbringt. Auf eins kann ich stolz sein. Ich kriege keinen Arsch. Das ist eine gute Sache, die habe ich von meinem alten Dad, von meinem alten Herrn gelernt. Auch wenn ich nicht viel von ihm hatte. Aber das ist eine andere Geschichte, die werde ich hier jetzt aber auch nicht erzählen. Ne, ich hatte nicht viel von ihm, aber er hat mir Sachen beigebracht, die so essentiell sind. Und da gehört für mich bei, wenn ich was mache, will ich es auf ehrliche Art und Weise machen. Ich muss dafür keinen dafür, ne, mit Anlauf so weit in den Dickdarm reinspringen, dass ich oben bei den Mandeln wieder rauskomme. Entweder kriege ich es auf vernünftige, ehrliche Arbeit hin. Oder ich muss halt sagen, okay, die Umgebung, in der ich arbeite, ist dann halt so, dass dann halt eher Schleimer und Arschkriecher vorankommen. Aber das ist so eine Sache, das muss man für sich selber klar machen. Und da muss ich für mich sagen, sorry, so ein Typ Mensch bin ich nicht, das mache ich auch nicht. Ne, das ist auch so, ich habe mich zum Beispiel, die Aufnahme ist schon auf YouTube. Ich habe aus einem gewissen Grund sie auch immer noch nicht aktiv geschaltet, weil so weit bin ich noch nicht mit den Aufnahmen. Ich habe auch Dungeons 2 zum Beispiel Let's Play It. Ist an sich ein ganz geiles Game. Wenn es dann soweit ist, ist glaube ich Folge 7 oder 8, dann werdet ihr mitkriegen, wie ich es dann doch mal schaffe, mich mal tierisch über ein Thema abzufacken. Und zwar ist es bei Dungeons 2 mir dann irgendwann tierisch auf den Zeiger gegangen. Das Spiel an sich ist gut. Muss man ganz klar sagen. Ist ein gutes Game. Auch die Stimme aus dem Off, also die Stimme des Rufus. Sorry, wenn Stimme von Rufus du das hörst, mir fällt dein Name gerade nicht an. Ist cool. Besonders wenn man Deponia vorher gespielt hat, wie ich es auch gespielt habe. Und auch Teile von Gronkh gesehen habe, den letzten zum Beispiel. Aber dass man dann, ich sag mal so, die Kommentare von Rufus in der Schlaufe legt und der alle 5 Minuten mit irgendeinem Kommentar nervt. Und vor allen Dingen mit demselben andauernd. Das hat mich dann irgendwann so auf eine Grenze gebracht, wo ich dann irgendwann dezent die Schnauze voll hatte. Und ja, ich habe die Aufnahmen Anfang Mai gemacht. Ich glaube, jetzt sind Folgen 1, 2 und 3 online. Ich habe echt lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt weiter online stelle. Weil das hat mir wirklich... ich baue bei solchen Sachen anders. Und es ging mir dann tierisch auf den Zeiger. Weil da muss ich einfach sagen, ich bin dann so, da bin ich dann der Typ, dass ich dann erstmal zusehe, dass ich mich ein bisschen einigel. Dass ich erstmal so im Dungeon zum Beispiel, wie bei Dungeon Keeper früher auch, erstmal so die Fallen alle hinbaue, dass ich genug Gitze habe, die dann... ne? Voran ans Werk, ihr Schergen, sollt im Schatten euch verderben, die fiesesten der Fallen ölen und pflichtbewusst die Gäste quälen. Ne, das war genug von den Viechern haben, die erstmal den ganzen Helden ein paar aufs Maul hauen können. Alter, dann brauche ich nicht alle 5 Minuten irgendeinen Rufus, also irgendeine Stimme aus dem Off, die dann losquägt, ob ich zu doof bin, die Missionsziele zu erfüllen oder ähnliches. Das hat mich dann irgendwann nur noch tierisch angenervt. Das waren, glaube ich, boah, wie lange habe ich gespielt? Lass mich nicht lügen, waren das in der Aufnahme 2,5 Stunden? Und das ging mir zum Schluss der 2,5 Stunden so sehr auf den Sack. Dass ich es dann erstmal hab sein lassen. Und ich gucke auch gerade auf den Monitor, auf den zweiten, den ich hier gerade rechts von mir habe. Und dann sehe ich auch gerade Dungeons 2, zweite Aufnahmesession. Das war sogar 16.05., also knapp am Monat her, wo ich dann gesagt habe, ey, leck mich am Arsch. Das ging mir sowas von auf den Zeiger. Und ich habe wirklich lange überlegt, stellst du die Folgen online, machst es weiter. Ich werde es wahrscheinlich weitermachen, aber das ging mir tierisch auf die Eier. Aber wirklich sowas von tierisch auf die Nüsse. Da habe ich auch gesagt, boah, Alter,
Geht gar nicht. Gut, was dazu führen wird, ich werde, wenn ich die nächste Aufnahme mache, so geil ich die Kommentare von ihm aus dem Off finde. Oh, keine Arbeitslosen mehr. So geil ich seine Kommentare aus dem Off finde. Ich werde wahrscheinlich, damit ich nicht wieder anfange zu meckern wie ein Rohrspatz, ihn den Ton abstellen. Das heißt, ich werde dann zwar die Textausgabe noch haben, das ist dann für mich in Ordnung, weil die kann man ignorieren oder überlesen, wie man möchte. Aber ich werde dann abschalten, dass dann hier überall dieses Gezammer und Gejaule kommt, weil das ist dann, wenn dann wirklich alle 5 Minuten kommt und du hast wirklich einen ganz, ich hab ehrlich gesagt echt einen ganz anderen Spielstil, als das, was im Spiel erwartet wird. Und wenn man dann alle 5 Minuten darauf hingewiesen wird, ist das nur nervig. Komm, wenn das so einmal eine Viertelstunde kommt. Okay, doofe Sprüche kann ich ab, ich klopse sie selber und ganz ehrlich, wer doofe Sprüche reißt und sie selber nicht ab kann. Schlechte Sache das. Wer auf den Busch klopft, muss auch die Antwort vertragen können. Und da stehe ich auch zu, das ist auch so ein Ding, was mir mein Paps beigebracht hat. Wenn ich irgendwo auf der Kacke haue oder auf den Busch klopfe, ganz ehrlich Jungs und Mädels, ich stehe dann auch dazu, dass ich auf den Busch geklopft habe. Ja, das ist auch wieder so eine Sache wie mit dem Arschkriecher rein. Und halt. Man muss halt zu der Sache stehen, die man macht. Und deshalb spreche ich es hier auch an. Ich fand das tierisch scheiße. So, aber ich werde trotzdem weiterspielen. Und ich werde es dann einfach so machen, dass ich halt die Stimme des Erzählers, in dem Fall Tschüssikowski, zum Teufel jage. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte bauen. Zap, hier die Industrie vergrößern. Und die werde ich dann einfach ausschalten. Zur Not erzähle ich euch dann einem vom Pferd oder erzähle irgendwelche Gruselgeschichten. Ja, Gruselgeschichten nicht unbedingt, aber nee, ihr wisst, was ich meine. Erzählt euch dann lieber irgendein vom Pferd oder vom Fuchs oder sag, ey, alter Lachs. Entschuldigung, der war auch geklaut. Aber dann erzähle ich euch lieber das, als dass man alle 5 Minuten, das ist dann so. Boah, das ist ein Missionsziel. Da gebe ich es aber allerdings zu. Ich war echt zu dämlich, diesen einen Energiekristallberg Dingens Bummens zu finden. Und ich habe das Teil auf der Karte nicht gesehen. Und alle 5 Minuten kam, ey, hat das Missionsziel noch nicht gefunden. Ey, du musst das und das suchen. Ja, erstmal, Meister, suche ich jetzt erstmal die Rohstoffe. Das wäre nur genug Geld, ne? Wie es halt für Orks ist. Gold und Saufen. Okay, es muss nicht nur für Orks so sein. Aber es ist halt, ne, Gold und Saufen in dem Fall. So, Saufen, wo wir das Thema gerade ansprechen. Wo ist mein Wasser? Da ist es, nämlich nicht mehr. Das ist dann einfach so eine Sache, so, ja, das will ich dann erst am Laufen haben in einem Dungeon, bevor ich dann anfange, irgendwelche großen Nummern zu reißen, weil sonst kriegst du nämlich nur eins. Wenn du zu schnell bist, tierisch einer auf der Fresse. Also zumindest ist das so mein Ding, also, ne? Erstmal einigeln, alles fertig bauen und dann den Helden mal ganz gezielt eine auf die Fresse hauen. Dann kriegen die Fresse dick und dann geht das ab. Auch wie gesagt, ne? Ich stehe dann auch zu, wie gesagt, also das Game hier finde ich tierisch geil. Ne, ich feiere das immer noch, weil das sind so Sachen hier, okay, wenn man jetzt in diese das ist ja selbst, das sind ja die fertig konstruierten, die hier, aber das ist mein selbstgebauter Tünnef hier, den ich dahin getackert habe. Hat, was sieht sehr chaotisch aus, aber es funktioniert und das ist wieder sowas, wo ich sagen muss, jo. SimCity, wie es hätte werden sollen, um darauf wieder zurückzukommen. Ja, und halt ganz vom Anfang wieder zu kommen. Wir brauchen Feuerwehr, da brennt's und ich habe hier keine. Das war jetzt nicht der Anfang, auf den ich zurückkommen wollte. Komm, hier kommt eine dicke, fette Feuerwache hin. Wie? Ort ist bereits belegt. Was ist für Äppeln? Da brennt's. Und das ist halt so eine Sache, da muss ich ganz klar sagen. Hut ab vor Gronkh, dass er das so macht. Dass er uns das so anbietet, wie er es macht. Und dass er da halt so sagt, okay, ich bin so, wie ich bin. Ich verbieg mich nicht. Ich mach die Klappe auf. Und sag was dazu. Ich meine, das beste Beispiel dafür war... Wow, sind das viele Smileys. Nein, natürlich nicht viele Smileys. Welcher Stream war das? Was war denn das Spiel? Das ist ein Bunkerspiel, wo dann einer aus der Community geschrieben hat, die Dicke soll gehen, die Dicke soll gehen. Wo er dann ganz klar gesagt hat, nee, will er so nicht. Weil er es diskriminierend fand. So, und weil ja auch irgendwann, es kam bei ihm dann mal das Thema auf, Gronkh ist dick. Ja, wenn er sich dabei wohlfühlt, so wie er aussieht, dann kann er meinetwegen
grün-gelb gestreift sein, ist mir auch Latte. So, aber dann zu sagen, der Dicke, der Fette, der Dicke. Ich bin mal ganz ehrlich, kriege ich auch einen Hals für. Aber ist es, den kriege ich auch aus einem anderen Grund. Ich bin immer noch nicht der Schlankeste, aber ich fahre mal auch nicht gerade. Ne, hier so die schmale Tanne. Ne, nicht wirklich. Wenn man mich vor 3,5, 4 Jahren gesehen hat, hätte man auch gedacht, Hilfe. It's rolling, rolling, rolling. Seitdem habe ich meine 40 Kilo verloren. Und da muss ich auch sagen, also da fand ich das dann, wenn du da irgendwo so, oh, guck dir mal den Fettsack da an. Ne, Leute, ja, schön, dass ihr das mal so sagt, aber überlegt doch mal, das ist ein Mensch, der da hinten, auch wenn er jetzt, wie ich in dem Fall, diese Tonnage da auf den Rippen hatte. Das waren damals, wenn wir nicht lügen, 165? Stimmt, das war das ein Jahr Weihnachten, wo ich auf der Waage stand und hier gesehen habe, Alter, das kann nicht sein, 165, irgendwas. 0,3 waren es mal nicht. Und dann habe ich angefangen. Weil dann ging es mir tierisch auf den Zeiger, weil ich habe mir selber nicht mehr gefallen. Das muss von einem selber kommen. So, und habe dann halt erstmal so 40 Kilo, hau weg den Speck. Aber mir würde nie im Leben einfallen, wenn ich da jetzt, ist immer so ein Leidensgenosse, ist ein doofes Wort. Wenn ich da jetzt wen sehe, der zum Beispiel mein damaliges Gewicht hat oder ein See, der mein jetziges Gewicht mit 120 Kilo hat, bei mir mit meinen knapp 2 Metern mit 1,95, fällt das nicht so auf. Da würde ich auch nicht sagen, guck dir mal den fetten Sack da hinten an. Was soll das? Und da muss ich sagen, als ich das den Abend gesehen habe, ich habe auch innerlich gefeiert. Ich habe innerlich gefeiert, dass Gronkh den Jungen da zur Sau gemacht hat. Mitten im Stream. Man hätte auch sagen können, okay, schick das Mädel raus. Da muss man, okay, sie. Ich weiß gar nicht, wie dieses Bunkerspiel hieß. Man hat 60 Sekunden vorher Zeit und muss einen Nuklearangriff überstehen. So, und da war halt Mann, Frau, der kleine Sohn und halt das Mädel war halt voll schlank. So, da hätte man aber auch reinschreiben, schick das Mädel raus und lasse Essen suchen und nicht, schick die Dicke, schick das fette Ding. Ja, geht's noch. Oh. Schön, dass mich mein Handy gerade noch an was erinnert. Sonst gibt's nämlich gleich Prügel, wenn ich das vergesse.